Herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles, Isle of Sipta. Da ungefähr, wo die später auch hinkommen. Aber ich habe die jetzt erstmal nur so dahingestellt, ne? Ich muss ja hier noch ein Bett bauen nachher. Aber gut, das ist natürlich... Ja, komm, dann lass uns hier gehen. Grade? Hallo? Hallo. Hallo, ich höre komische Geräusche. Oh, guck mal hinter uns, das sieht geil aus. Der Vollmond. Hm? Ja, du kriegst wieder nichts mit hier. Ja, der Vollmond sieht geil da oben. Aus. Ich finde das total. Yay! Juhu! Im Gegensatz zu dir bin ich nicht auf den Stein gesprungen. Hier hast du ja gesehen, ne? Dass sie hier wunderbar. Das war jetzt Pflanzenphase. Sagen, ja. Wie nennt sich das? Was unter Wasser wächst. Ich komme gerade nicht drauf. Algen. Glaube ich, waren es. Algen kannst du ja wunderbar pflanzen. Pflanzen. Wunderbar abernten, meine ich. Wo gehst denn du jetzt hin? Das ist keine. Hatschi! Ich mach das Mann, wie bei Sissi. Ey. Na gut, der war jetzt. Hier oben, komm mal mit, komm mal mit. Hier hin. Oh, pass auf, hinter dir. Nein, ich hab dich so schwer drin. Aber ich will die Katze haben. Ja, aber die Vögel greifen uns gerade an. Weil die auf dich zulaufen. Hier, da oben kommt so. Pass auf. Die springt dich so an. Hast du die gehäutet? Ne, dann machen wir das gleich. Ja, die reagiert gar nicht. Jetzt kommt sie. Oh. Okay, die ist... Oh, Entschuldigung, Schatz. Die ist gar nicht so... Warte. Ich muss das ernten. Nicht, ich muss das vor allen Dingen zu Ende ernten. Das finde ich so dämlich. Okay. Hat dir die jetzt dicke Haut gegeben? Ja. Na gut. Ich mache eben noch im Halbdunkeln die Vögel hier. Hey, jetzt wird es wieder heller. Ja, hier ist Mondfinsternis gerade. Deshalb Sonnenfinsternis. Hä? Das sieht geil aus. Guck mal, das sieht richtig geil aus. Ey, das habe ich noch nie gesehen. Das ist ja geil. Das habe ich echt, oder? Also mir ist es wahrscheinlich noch nie aufgefallen, muss ich dazu sagen, ne? Aber das sieht richtig cool aus. Bist du das hier hinter mir? Ja. Hier ist noch Eisen, ja, hier ist noch Eisen. Man soll ja eigentlich nicht da reingucken, aber für euch mache ich das jetzt mal extra. Das sieht richtig geil aus. Vor allen Dingen, der Mond und die Sonne gehen weiter mit irgendwie. Einen großen Steinbrocken nehme ich auch mal mit. Ich habe nicht mehr viel. Ich weiß bis heute immer noch nicht so richtig, was da eigentlich so rumbrüllt. Ich meine, es ist ja mein Lieblingsort hier. Achso, da hinten ist das Wasser. Okay, ich sehe wieder was. Wenn du Kohle siehst, sag mir Bescheid. Ich muss wenigstens ein Ding abbauen mal. War das ein Vogel? Doch, die... Salle. Ach, die Kohle ist wieder da. Was ist denn da oben so blau? Das ist nicht... das ist nicht hier der Eingang von dem... Von dem Dungeon. Der ist, glaube ich, da hinten. Aber guck mal. Doch, das ist der. Doch, das ist der. Hä? Das leuchtet aber in den Bäumen so blau, so komisch. Ja, das ist eine Tür, die ist mit Magie. Ja, ach nee. Ich bin ja schon in Dungeons gewesen. Warte mal, ist das hier eine Flasche? Nee. Ach, hier schwimmt ein Tier rum. Hä? Was für ein Tier schwimmt? Nee, ach Quatsch. Ja, es ist halbdunkel. Nee, das ist irgendwie Pflanzenfaser oder so. Das sah aus wie so ein Hirsch. Leute, die Gameplayerin hat wieder was gesoffen. Nein, geraucht. Nein. Ach, guck mal, der erste Baum ist wieder respawned. Ich will die Kohle haben. Hier scheint kein scheiß Baum. Juhu, jetzt habe ich kein... ich wusste es, jetzt habe ich kein Holz mehr. Sonst hätte ich ein bisschen noch was gebaut. Moment, das habe ich hier extra weggetan eben. Das mache ich jetzt nochmal kurz, weil es eh dunkel ist. Die Reise mache ich jetzt gleich weiter. Oh, was mache ich denn hier? So. Das.
So. Und so. So. So, also du merkst schon so ungefähr, wo es hier hingeht, ne? Und hier, da muss ich mal gucken, das werde ich wohl noch eins breiter machen, denke ich mal. Hier soll auf jeden Fall noch der Koch rein. Oder der kommt nach ganz vorne, ich bin mir nicht sicher. Mal gucken. So, was soll ich jetzt machen? Dicke Haut zu dickem Leder. Ach so, Moment, da muss ich zu... Ach, das war doch... Nach dem Trocknen der Haut kannst du das gewonnene Leder aus dem Inventar der Gerberei nehmen. Ich muss doch nur die Gerberei machen, oder wie war das? Ich glaub, ja. Das war doch so bescheuert geschrieben hier. So, dicke Haut. Macht er automatisch, aber ich nehme mal kurz die Tierhaut hier raus, weil sonst macht er mir den Rest nicht mehr. Mhm. So, dicke Haut macht er jetzt, ne? Nee, verstärktes Leder ist das dann. Mal gucken. Ja, okay. Also beziehungsweise anlassen können wir das ja. Ich schmeiß die Tierhaut wieder rein. Ach nee, ich schmeiß sie nicht rein. Ich brauche ja mehr als nur einmal dicke Haut. Wie viel brauche ich denn dafür? Schwere Polsterung herstellen. Ach, schwere sind wir schon. Ach so. Da brauche ich 40 verstärktes Leder für. Wollt ihr mich denn veräppeln? Ich habe eine Katze erledigt. Da kriege ich doch kein 40 Leder raus. Obwohl, naja doch, ich habe 63 soll ich rauskriegen. Also tu mal keine Tierhäute im Moment rein, ja? Ich tu die mal eben hier in die Kiste noch hier oben. Solange, wenn ich sie finde, da, so. Katzenfell habe ich ja auch noch, aber mit Katzenfell kann ich ja so nichts herstellen, ne? Ach so, ich muss noch das Fleisch braten. Wildfleisch, gegrilltes. Ach so, Fleischfetzen. Muss hier mal aufpassen, die gehen nicht automatisch aus, ne? Ich mache ja auch wie, mal was, wo? Ja, wenn die Fleischfetzen durch sind, das geht nicht automatisch aus. Die Kohle brennt einfach runter. Echt? Naja. Was wollte ich denn jetzt hier reintun? Moment. Oh, willst du mich auch? Ach so, das. Genau. Okay. Also, schwere Polsterung dauert noch ein Weilchen. Hä? Dann schauen wir den Epi so lange zu, wie er keine Kopfschüsse verteilt. Die kannst du aber auch, glaube ich, nicht per Kopfschuss machen. Also, die Viecher sind doof. Diese Gämsen ja, sind... die Hirsche also sind besser. Die Hirsche sind besser, echt. Ich glaube, die haben so einen kleinen Kopf. Dass die Hände ist zu klein bei denen und dann triffst du das nicht. Ich glaube, die Kohle ist wieder da. Wolltest du nicht Kohle machen? Ja, wo ist die? Ja, die brauche ich. Das sieht so aus. Hier direkt auf der anderen Seite. Das sieht so dunkel. Nee, warte mal. Nee, Entschuldigung. Ist nicht da. Mm-mm. Entschuldigung, das war kein. Ah, da hinten ist aber noch Kohle. Ah, ich habe es gesehen. Ach ja, rechts. Ah, ja, genau. Da habe ich eben nicht abgefarmt. Da ist eine einzige oder so. Ja, da habe ich eben nicht abgefarmt. Die kannst du noch. Da oben das blaue. Das war aber doch nicht das, was ich. Die Flasche immer noch nicht da. Ich wollte nur sagen, das Blaue, das ist der Dungeon. Aber der Dungeon, der hier ist, der ist richtig mies. Also den kann ich dir nicht raten. Woher weißt du das? Weil ich das doch privat schon gemacht habe. Auf dem privaten Stand. Und der ist richtig mies. Den würde ich als einer der letzten nehmen. Ich kann ja aber... Bin ja schon drin gewesen, sah aber gar nicht so mies aus. Da sind übrigens einige, wo du auch Rätsel lösen solltest. Also kleinere Rätsel, ne? Das ist eigentlich ganz nett gemacht. Nur einer hat mich ein bisschen angekotzt, weil ich da zweimal in die falsche Richtung gelaufen bin. Hier oben sind ganz viele Hirsche am Spawnpunkt. Aber das Eisen ist noch nicht zurück. Kann das sein, dass du eben hier oben Eisen gefarmt hattest? Das kann sein, ja. Ja, toll. Das sagst du mir jetzt, wo ich eben gesagt habe, dass ich hier oben zum Eisenfarmen hochgehe. Oh, der Epi ist wirklich wieder... Das ist so der typische Mann. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus bei allen Männern, die jetzt zuschauen. Aber das ist der typische Mann. Einfach immer Scheuklappen runter und weghören. Ja, der wird immer gedisst von seiner Freundin. Ollen, genau. Du hast ja echt gar nichts übrig gelassen vom Eisen. Ja, aber wo bist du? Doch, eine Stelle. Eine Stelle hast du mir übrig gelassen. Da war ich, glaube ich, gar nicht, oder? Zwei Stellen sogar.
Nee, da oben die eine, aber die ist gefährlich. Da könnte das Steinvieh kommen. Fünf Stellen sind das insgesamt sogar. Also ein bisschen Eisen kann ich noch holen. Das ist schon mal gut. Hier muss man immer ein bisschen aufpassen. Ab hier kann nämlich dieses Steinvieh kommen. Nee, oder war das bei der Stelle da hinten? Das kann auch sein. Mich hat das mal einmal voll überrascht. Was, Blade Runner? Nee, wo ich war vorhin, wo ich die Kohle gerade geholt habe, da sind die Steinvieh. Ja, da auch. Aber hier ist mal irgendwo hier oben in der Ecke ist mal eins voll auf mich zugeschossen. Ich habe mich so erschrocken, weil ich nicht wusste, dass das hier schon war. Noch höre ich nichts. Muss man immer so ein bisschen aufpassen. Kann man eigentlich auch mal eben hier die Steine mit abernten. Wobei ernten vielleicht nicht das richtige Wort ist, wenn man Stein am Kloppen ist, aber das nennt sich ja so. Nachher habe ich aus Versehen das Viech getroffen oder sowas. So, da würde ich jetzt nicht runtergehen. Da muss ich aufpassen. Ah, da hinten. Da ist es. Da, genau hier geradeaus. An der Spitze von meinem Schwert. Die Viecher. Die sind nicht so schlimm. Ich werde das auch mal zeigen, in der Hoffnung, dass ich nicht sterbe. Aber ich mag die nicht. Ich mag die wirklich nicht. So, die machen dann so einen blöden Angriff. Zack. Wenn man natürlich nicht daneben haut, geht es ein bisschen besser. Oh, keine Ausdauer mehr. Hilfe. Wieso habe ich keine Ausdauer? Schlag! Schlag doch einfach! Und die fliegen damit so ein Wusch, fliegen die weg. Das finde ich immer das Geilste und Lustigste an der ganzen Sache. Ja, und so sehen die halt tot aus, ne? Ich glaube auch von denen, nee, von denen kriegst du, glaube ich, generell nichts, wenn du die erntest, ne? Das weiß ich nicht. So, kann ich hier die Abkürzung nehmen? Theoretisch? Oder gehe ich da jetzt bald kaputt? Wenn ihr euch fallen lasst, immer C drücken. Space drücken. Und C zum Weiterfallen lassen, dann wieder so rum. Was wolltest du sagen? Nee, nee, schon gut. Ich wollte nur gucken, ob das Kohlenschwert funktioniert. Das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil, wenn das zur Sprache kommt, ups, jetzt habe ich hier die Maus verstellt, das Kohlenschwert kann man leider im Nachhinein nicht mehr bekommen. Das gab es nur damals bei der Day One Edition oder wenn man die Collectors Edition gekauft hat. Also, falls ihr euch jetzt fragt, weil ich wollte mir das nämlich auch noch machen, weil das so viel geilen Schaden macht im Vergleich, gerade am Anfang. Und es ist halt einfach zu machen. Ja, ja gut, danach also, kannst du natürlich noch andere Sachen. Also es ist das beste Eisenschwert, was man so, glaube ich, machen kann. Also, weil du brauchst nur Eisen. Du kannst es auch leicht reparieren immer wieder. Ne? Das ist halt ja, ein Vorteil. Ja, nur Eisen. Wenn du es voll machen musst, dann brauchst du schon ein bisschen mehr an Eisen. Ne? Ich glaube, 30 Eisen oder sowas. Aber 20 oder 20? Nee, ich lass mich nicht, ich guck gerade mal. Aber 20 und 4 von dem Holz. Ich hab noch Eisen gefunden. Und ein bisschen Aloe Vera nehmen wir mal eben mit. Also du hast jetzt aber deine Kohle gemacht, ja? Ja, mein Geld gemacht, ja. Ich bin ein gestandener Mann. Nee, ist klar. denk aber dran, dass ich das ganze Leder brauche, ne, damit ich die Quest machen kann. Nein. Das Schau ich mir das jetzt versteckt. Bloß nicht. Das habe ich komplett versteckt. Kannst dir von mir aus das Essen klauen, was ich da oben am Braten bin. Ich komme jetzt gleich wieder mit Neuem an. Nein! Ach, warum braucht die so lange? Ist nicht dein Ernst jetzt. Die anderen hat sie so schön geschlagen. Hallo? Jetzt bin ich hier runtergestürzt wegen diesem blöden Kuh. Also dieser Kuhkalb. Kalbkuh. Keine Ahnung. Wie nennt man diese Viecher? Geh da bloß nicht hoch. Hallo? Ach, du kannst mich mal dann eben nicht. Wo war denn nochmal Schwefel? Ja, wir haben es direkt in der Umgebung. Achso, wenn du hinter dem Berg gehst. Nicht alles kaputt machen. Ich brauche eben was. Ja, was denn?
Du kannst ja auch Holz auch haben von mir aus. Aber ja gut, okay, Rinde kann ich dir jetzt nicht so geben. Da! Da sieht man's, wie das aussieht. Ey, wenn der... Wir gucken nochmal. Wenn der Epi einmal... Da! Wenn er einmal Bäume zerstört, ne? Die fliegen über die komplette Insel drüber. Guck mal, was ich schon habe. Ja, du hast mir jetzt meine Sachen hier geklaut. Wo ist mein Leder? Ach nee, das ist ja gar nicht hier drin. Das hast du doch rausgenommen. Ja. Leder ist 87 hier drin. Ich will nichts haben. Ich habe ein Kronenschwert hier. Ach so, das meinst du. Ja, ja. Das mache ich auch noch. Aber ich bin gerade noch an der Rüstung. Denk dran, hier ist ganz viel Leder drin. Das musst du wieder da reintun, dass das wieder funktioniert, ne? 56, glaubt das? Ich muss ja erstmal nur das Ding machen, damit ich hier weiterkomme. Ja, ja, ja. Oh, ich kann es endlich, ey. Das verstärkte Leder lasse ich jetzt hier drin. Achso, ich habe noch so viel Tierhaut. Die tue ich auch mal hier in die Werkbank rein. Achso, Moment. Eisen können wir auch noch mal eben schnell reinschmeißen. Polsterung ist auch gerade durch. Hm? Weißt du jetzt, wo Schwefel war? Habe ich doch gesagt, hinter dem Berg, meine ich. Wenn du da rumläufst, kommt ein bisschen Schwefel. Wo? Ja, ich weiß nicht. Fabian meinte doch, der hätte noch einen anderen Spot gefunden. Ja, ich weiß, wo welches ist, aber da möchte ich jetzt nicht hingehen. Schweres Rüstungsteil. Da sind die Vogelmenschen oben an dem Dungeon. Da würde ich jetzt ungern hingehen wollen, weil das ist gefährlich. Na, da würde ich auch nicht unbedingt hingehen wollen. Sonst könnte das mein erster Tod sein jetzt in diesem... Da würde ich dann gerne zugucken, aber ich würde nicht gerne... ich brauche Eisenbarren. 36 Eisenbarren und Leder. 12 Leder, also normales Leder. Haben wir noch normales Leder hier drin? Ja, ja. Achso, ja. Ich nehme mal alles mit und tue das mal hier in die Dings rein, ne? Ja, aber du willst doch Leder machen, oder nicht? Nein, ich brauche das Leder nur. Und Eisenbarren. Sind da auch schon welche von fertig? Kann ich mir da welche rausnehmen? Ja, ein paar sind genau die 36, die ich brauche. Okay. Oder habe ich 36 gesagt? Ich bin mir nicht sicher. Ein paar sind auch noch in der Schmiede. Gehe ich jetzt echt da hoch? Scheiß. 36, ja. Aber ich sollte es vorher rein. Ich jetzt da hochgehe? Und hol den Schwefel da oben. Da. Zack. Das brauche ich zum Reparieren. Ah, jetzt ist die Kohle auf der anderen Seite auch wieder da. Ja, jetzt brauchst du sie auch nicht mehr. Also eigentlich möchte ich... Hast du noch eine andere Rüstung gemacht? Also den Rest der leichten Rüstung? Du kannst einen schweren Rock habe ich jetzt noch. Nein, ich will keine Röcke haben. Warum machst du? Ich will mal eine komplette Rüstung haben. Ich habe ja. Ja, aber ich muss ja jetzt erstmal die schwere. Nee, warte mal, kannst du nicht haben. Ich muss das tragen, sorry. Na toll. So. Ja, dann zieh die mal wieder aus. Gib Reise abgeschlossen. Warte. Dann brauche ich die nicht nochmal machen. Verbessertes Reparaturkit. Moment, das muss ich erstmal anfordern hier. So. Jetzt soll ich mich auch noch ausziehen. Aber erstmal kurz gucken. Guck mal, sieht doch gut aus eigentlich, ne? Nee. Kannst mich mal. Passt dir überhaupt nicht. Du müsstest eher was anderes anziehen. So. Ja, das so kann ich ja frei. Nicht. Dann habe ich ja. Wo ist denn jetzt der andere? Hä? Wo ist jetzt mein mittelschwerer Rock hin? Den leichten habe ich noch hier drin. Hä? Oder hab. Nee. Ach nee, ich habe mittelschweres Oberteil, hatte ich mir gemacht. Ja, ja, okay. Oh, ich bin ja schon total durcheinander. So, ich habe dir jetzt den Rock da, habe ich dir mal reingetan. Bei dir sieht das jetzt auch ein bisschen männlicher aus, wenn du das Ding nimmst. Das ist der schwere, ne? Ja, ich warte jetzt mal eben, bis du den anziehst. Ja, ich muss erstmal die Reise wechseln. Warte mal eben. Soldat. Dann wechsle ich auch mal kurz die Reise. Rüstungsmeister, Flüssigkeitswissen. Wieso nennt sich das Rüstungsmeister eigentlich? Episches Rüstungsteil tragen. Ja gut, so weit sind wir jetzt noch nicht. Kann ich das anlassen oder willst du das wieder haben? Den Bogenschützen könnte ich eigentlich machen. Nö, es kann... Die Kombination sieht nur ein bisschen komisch aus. Also wenn ihr die ganze Rüstung anders finde ich, sieht es irgendwie besser aus. Das sieht sehr weiblich aus, ne? Als ob alle Männer jetzt nur Frauen machen. Nee, kannst du ruhig anlassen. Ich habe erstmal ein mittleres Oberteil, habe ich ja noch von eben. Da wollte ich auch noch welche herstellen. Weil schwer wollte ich eigentlich erst später machen. Was brauche ich denn dafür? Ich komme gar nicht ran jetzt. Leichte, mittlere. Ich brauche wieder mehr Zwirn. Ich hasse dieses Zwirn.
Ich kann nur 10 herstellen. Natürlich kann ich nur 10 herstellen. Wenn ich mal etwas herstellen möchte, dann kann ich nur ganz wenig davon herstellen. Warte mal. Mittlere? Ich werde mich jetzt mal umbringen. Okay. Okay, genau. Aber nicht schon, wenn du hier runterstürzt, bitte. Das hört sich nämlich gerade danach an. Oberteile habe ich, das heißt, ich mache mir das noch. Oder ich mache es mir nicht, weil ich kein Eisen habe. Oh, ich habe zwar viel Eisen mitgenommen, aber das dauert. Na gut, eins kann ich schon mal machen. Die sind halt teuer, die Rüstungsteile, ne? Aber ich hätte schon gerne mittleres unten. Schweres zur Not. Also die schweren sind sehr, sehr gut für die Bosse, finde ich. Wenn ich mich da richtig dran erinnere, vom ersten Teil noch. Und die mittleren finde ich aber ziemlich gut, wenn du so kleinere Gegner hast. Picktische, okay. Nee, das ist jetzt schwerer. Moment. Ich habe es nicht reingetan. Ne? Ja, war ja klar. Oh, ich suche immer die Sachen raus. So, ein Rock. Oberteil habe ich. Dann mache ich die Stiefel noch. Zack. So, dann nimmt er das. Dann nehme ich das wieder fürs nächste. Zack. Ich habe, glaube ich, gerade einen Löwen oder sowas gehört. Ja, aber warte. Ach so, der hatte die Schuhe. Nee, die Schuhe habe ich hier. Hä? Moment. Dafür brauche ich doch nur 12. Leder habe ich auch noch genug. Wieso hat er denn gerade gesagt, dass ich das nicht herstellen kann? Was ist das denn? Zack. So. Nehmen wir das schon mal. Um Rest jetzt noch herzustellen, willst du denn lieber die schwere Rüstung oder soll ich dir mittlere herstellen? Das ist leicht. Ich habe die schwere eigentlich sonst immer an. Aber ich muss auch selber, glaube ich, das noch machen mit dem Rüstungsmacher. Ja, wobei nur ein Teil, ne? Ein Teil und das dann... Nee, stellen muss es auch. Und das dann anlegen. Also, aber brauchst jetzt du nicht Stahl für die schwere Rüstung? Was brauchtest du da? Nö. Ich hab da... Was habe ich mit Eisen ganz normal, glaube ich, eben gemacht? Also das Polster, da brauchst du halt dieses verstärkte Leder für. Da braucht man gleich ganz viel, wenn du das machen willst. Und ansonsten jede Menge Eisenbarren. Also genau wie bei der... Ja. Genau wie bei der anderen auch. Und für den Kopf brauchst du noch zusätzlich 2 Hörner. Habe ich die nicht noch? Genau, die 2 habe ich noch drin. Die tue ich ja schon mal da rein, falls du den Kopf machen willst. So. Dann muss ich jetzt mal eben schauen. Ich habe... Ach, ich habe noch Essen hier drin, was ich noch machen kann. Also ich bin gerade an dem Dungeon. Hüpf mal. Nein, das sind die anderen Viecher. Ja, ich sehe es. Da sitzt nur eins vor, ne? Wenn ich das richtig sehe. Also mehrere sind hier, aber man kann dann vorbeischleichen und so reingehen. Vor allen Dingen hier oben ist auch dieses Eislotus, wenn du das mal suchst. Das ist eine Pflanze. Eislotus blüht. Und schwarzes Eis ist hier. Das bringe ich schon mal mit. Ein bisschen. Ach, da war das schwarze Eis. Hm, okay. Das ist um den Dungeon rum. Was habe ich denn noch hier? Jetzt bin ich überlastet. Wegen dem Eis. Ja, das ist dann schlecht, wenn du dich schleichen willst. Jetzt brauche ich eigentlich nochmal eine Kiste, aber da brauche ich wieder so wahnsinnig viel Holz. Na gut, Holz habe ich eigentlich. Brauche ich nur Holz? Oder natürlich brauche ich... Ach, ich brauche noch Zwirn. Auch ihr mit eurem Kack-Zwirn. Könnt ihr nicht irgendwas anderes dafür nehmen? Ich meine, gut, bei einer Kiste, bei so einer Holzkiste verstehe ich es vielleicht noch, aber es gibt so viele Sachen... Warum brauche ich da Zwirn für? Ach, ich habe auch noch gar nicht die Sichel gemacht, fällt mir gerade ein. Oh, die wollte ich auch noch machen. Ist das jetzt schon? Ja, ist schon. Warte mal. Dazu müssen wir in die Schmiede gehen. Beziehungsweise hier in die Werkbank des Schmieds. Und viel mehr Eisen haben, als ich eigentlich habe. Moment, dann nehmen wir das, was gerade noch gemacht wird. Und stellen davon eine her. So.
Ach, du hast da einfach deine Steinpickel und alles reingetan. Das kann ich natürlich auch machen. Dann müllen wir einfach hier das alles voll, ne? Machen wir das einfach. Ach, ich habe immer noch keine... Mist, dafür brauche ich aber so viel. Dann brauche ich auch wieder 30, dann habe ich fast nichts mehr. Das ist natürlich schlecht. Ich habe wirklich keine gemacht vorhin. Was denn? Was habe ich nicht gemacht? Hä? Was habe ich nicht gemacht? Weiß ich nicht, was du nicht gemacht hast. Du hast gesagt, ich hätte nichts gemacht. Nee, ich habe nur gesagt, ich habe mir vorhin tatsächlich keine gemacht. War da jetzt die richtige? Ja, oh, ich dachte gerade schon. gut, dann können wir das auch mit da reintun erstmal, damit wir mehr Platz haben. Nach dem gleichen Prinzip könnten wir jetzt theoretisch natürlich auch das Ding vollmüllen. Weil die Sachen kann man erstmal, also vorerst immer nochmal für irgendwelche Sklaven benutzen. Und solange wir jetzt noch keine Kiste gebaut haben. Und das ist leichter Brustpanzer, das gehört zusammen. Stimmt, Kopfbedeckung hatte ich, glaube ich, nicht gemacht. Und dann. Moment. Ach nee, Zwirn musste ich ja haben. Und Zwirn hatte ich... Ach, wieso komme ich da mal drauf? Zwirn, die Seite. Zwirn, mach mal alle 8. Ich hoffe, das reicht. Ich habe jetzt nicht geguckt. Nee, es reicht natürlich nicht. Ich brauche noch 4 Zwirn. Och, das geht mir so auf den Sack. Aber ich habe jetzt... Moment. Das geht mir auf den Zwirn, heißt das. Geht mir aber nicht auf den Zwirn. Es geht mir auf den Sack, geht mir das. So. So. Wir machen das jetzt ganz einfach. Mit der Kelle, wollte ich gerade sagen. Ganz einfach mit der Sichel. So wie die alten Druiden das auch schon gemacht haben. Also nimmst du das nicht an? Jetzt. Entweder, ja, wahrscheinlich ist es wirklich das, dass ich nicht richtig drauf ziele. Man bekommt auch viel. Och, jetzt wird das nicht ernsthaft dunkel, während ich hier gerade die Dinger am Machen bin. Oh, das ist so nervig. Man kann es zwar abstellen, aber das wäre dann halt auch nicht so realistisch, ne? Aber das ist wirklich total nervig. Immer genau dann, wenn du es überhaupt nicht gebrauchen kannst, dann kommt dieser Mist hier mit dem Dunkelwerden. Oh, Hallöchen. Nein! Och, komm. Warum musst du jetzt eine Pause machen, willst du mich denn? Ich habe doch noch keinen Bogen hergestellt. Das wollte ich nur machen. Oh, das Eis läuft in 34 Stunden ab. Scheiße. Komm her. Ach, jetzt weiß ich auch, warum wir das noch nicht geholt hatten. Genau. Also das Schwarze nicht, sondern das normale Nein! Eis. Ne? Scheiße. Was sagst du denn? Ich wollte im Dunkeln diesen dämlichen Hirsch jagen. Und bin dann leider von der Klippe gefallen. Danke. Das ist schlau. Und mit dieser kleinen Szene beenden wir erstmal die Folge für heute. Und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.